Herzlich willkommen zu einem der wohl wichtigsten Videos für Anleger aller Anlagekategorien überhaupt. Wir reden über den Konjunkturzyklus und zwar so detailliert wie hoffentlich sonst wenig andere. Denn die Folge aus meiner Analyse und aus meiner Erklärung heute ist ganz klar ein Bild, wann du in welchen Bereich investieren solltest, aber eben auch in welche Anlagekategorie. Ich werde dir also sagen, wenn du Value- oder Growth-Investor bist, wann der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen ist, ob du eher kleine oder große Unternehmen, welche mit Momentum, Gedanken und so weiter, wann was zu kaufen ist. In diesem Video werde ich Stück für Stück also eingehen, welche Konjunkturphasen es gibt, wie sich die Märkte in diesen Phasen verhalten und welche Aktien zu welcher Zeit stark sind. Es ist also völlig egal, ob du auch wie ich hier ein Value-Investor bist oder nicht. Das Thema wird für dich relevant sein. Und wenn dir diese Mühe, die ich hier reingesteckt habe, auch gefällt, dann lass mir bitte schon mal einen Daumen nach oben da. Denn das ist hier meine einzige Währung, die relevant ist. Ihr werdet mein Gesicht etwas weniger sehen, denn ich möchte den Fokus auf die folgenden Grafiken auch wenden. Legen wir los. Auf den ersten Blick sehen wir erstmal den klassischen Konjunkturverlauf. Jedem ist also klar, es gibt Phasen, in denen die Konjunktur etwas schwacher wird und es gibt Phasen, in denen es wieder aufsteigt. Und das in einem relativ regelmäßigen Zyklus von so etwa 8 Jahren, den man heutzutage annimmt. Die Zyklen werden immer kürzer durch die verschiedensten Entwicklungen am Markt, durch neue Technologien, die schneller entwickelt werden und so weiter. Und natürlich auch durch externe Einflüsse, wie wir es jetzt erlebt haben, kann eine solche Phase verschärft werden. Nur mal zur kurzen Einschätzung davor, da es wichtig ist, die Aktienmärkte, die bewegen sich etwas zyklischer, sind also schneller und sind in erster Linie immer der Marktsituation vorangetrieben. Wir sehen also, die Märkte steigen etwa schon ein halbes bis ein Jahr, bevor die Wirtschaft sich erholt. Das ist dann ein Bullenmarkt. Und wenn die Wirtschaft so langsam gegen Ende geht, dann ist der Bärenmarkt schon aktiv in den ersten Phasen. Ich werde aber diese Grafik jetzt wieder ausblenden. Die kann man später nochmal hinzufügen, um das Ganze deutlich zu machen. Wichtig ist jetzt der Fokus auf die Wirtschaft. Und das Ganze beginnt für mich hier in der Phase, wo es nach unten ging, in der Phase, wo wir also eine wirtschaftliche Schwäche sehen. Und da ist dann der erste Schritt zur Erholung im Grunde in der Regel eine Investition in Verkehr und Logistik. Das ist, wenn Fluggesellschaften zum Beispiel, aber auch verschiedene Logistikunternehmen wieder Geld bekommen, wenn da wieder investiert wird, wenn also hier der Markt eine Korrektur vorausnimmt und vor allem auch staatliche Unterstützung zum Beispiel zum Auffangen nach einer Krise kommen. Wir sehen, dass nach der Corona-Krise ist hier also jetzt der erste Anstieg wieder zu sehen gewesen. Und für den, der das Video jetzt direkt live zum ersten Mal schaut, während ich es hier veröffentlicht habe, das ist wohl die Phase, in der wir uns tatsächlich gerade befinden. Die Wirtschaft geht nach unten, ist aber schon am Ausgleich und die Aktienkurse steigen schon langsam wieder. Und das ist genau die Phase, die sich jetzt als erstes wiederholt. Danach, wenn die Wirtschaft wirklich den Tiefpunkt erreicht hat, dann ist der erste Investitionsschub in die Technologie. Software, Hardware, Halbleiter und Ähnliches werden hier wieder vorangetrieben. Das sind die Wachstumsmärkte, wo man am schnellsten wieder Geld verdienen kann und wo Investitionen sich auch am schnellsten bemerkbar machen. Die Kurzzyklichkeit dieses Marktes, die schnelle Innovationskraft und die schnelle Entwicklungsphasen, die sorgen dafür, dass hier auch der erste Aufschub am Markt beginnt. Und danach werden erst die Industrie und Investitionsgüter klassischerweise entwickelt. Also die Märkte, in denen man hier Maschinenbau zum Beispiel sieht, da werden die Investitionen vorangetrieben, denn es sind die Grundsteine, die Grundpfeiler für das nächste Wachstum und darauf basiert letzten Endes der komplette Produkthandel. Nachdem also Dienstleistungen gewachsen sind, steigen nun auch wieder die Produktion und damit kann natürlich auch im nachrangigen Grund in dem weiteren Verlauf des Wachstums dann über eine zusätzliche Produktion, also mit mehr Grund- und Rohstoffeinkauf hier gehandelt werden. Da sind dann natürlich auch Edelmetallthemen dabei und wir reden hier natürlich, wenn wir von Aktien reden, nicht von den Rohstoffen zwingend an sich, sondern natürlich auch von Minenunternehmen oder Betreibern von Stahlwerken und Ähnliches. Also alle die, die den restlichen Wirtschaftswachstum dann nochmal stützen und die gehen dann so weit, bis dann ganz am Ende der Kette, wenn die Wirtschaft schon am Boomen ist, dann auch die Nahrungsmittelindustrie, Getränke und Gesundheit vorankommt.
In der Phase achten dann Menschen plötzlich auf sich. Sie haben etwas mehr Geld in der Tasche und sind bereits auch in der Lage, hier vielleicht die ein oder anderen Premium-Produkte zuzugreifen. Und genau das macht sich dann eben bemerkbar für diese Industrien, die sonst sehr margenschwach sind, die wenig Gewinnspann vielleicht haben und jetzt da ein bisschen auftrumpfen können. Ja, und der Gesundheitstrend dann durch das Vermögen, das man eben versucht, an allen Stellen seines Lebens noch zu optimieren, der folgt hier schließlich auch. Im Anfang des Abschwungs sehen wir dann die Versorger, Automobilbranche und auch die Bauindustrie langsam kommen. Das Geld wurde immer mehr in den Taschen der Menschen und jetzt sorgt man eben dafür, wenn auch andere Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien schon wieder langsam fallen, dass man hier auf Alternativen umsteigt. Die Menschen investieren vielleicht nicht mehr so stark, haben jetzt Geld für ihre Autos und bauen in der Alternative dafür. Und später, wenn dann die Wirtschaft schon wieder Richtung Boden geht, ja, dann sind die Finanzdienstleister schon bereits wieder stark. Wir hatten sie am Anfang der Tabelle oder am Anfang der Darstellung schon gesehen. Die Finanzdienstleister sind Profiteure von Krisen, denn hier werden Übernahmen durchgeführt. Hier werden auch Privatmenschen, aber auch Unternehmen Finanzierung angehen müssen, um die schwierige wirtschaftliche Phase zu überwinden. Und da sind Finanzdienstleister in der Regel stark. Wenn wir uns diese Phasen hier anschauen, dann lassen die sich unterteilen in vier Hauptphasen. Das ist direkt nach dem Absturz, den wir zum Anfang gesehen haben, die Erholung der Wirtschaft, die Expansion folgt daraus, wo also das ganze Erholungsthema in ein tolles Wachstum übergeht und dann mit der Folge der Verlangsamung und der Rezession schließlich, in der wir uns momentan befinden. Wir sehen also, in diesen vier Phasen wollen wir unterteilen, was nun für Anlageklassen interessant sein können und wir gehen Stück für Stück einzelne Kategorien durch und wollen mal schauen, welche Titel wann relevant sind. Dabei betrachten wir Small und Mid Caps, Deep Value, Qualitätsaktien, Momentumaktien, Dividendenaktien, Aktien mit relativ niedriger Volatilität und Wachstumsaktien. Was das so beinhaltet, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich möchte auch vorwegnehmen, dass hier also drei Darstellungen möglich sind. Einmal ein grüner Haken, der zeigt, dass hier eine Investition besonders sinnvoll ist. Ein rotes Kreuz dafür, dass es ziemlich gefährlich sein kann, in diesen Marktphase zu investieren. Und der Kreis dann als ziemlich neutral. Hier kann man also jederzeit investieren, ohne da großartige Fehler zu machen. Und wir müssen also sehen, auch der langfristige Investor, der kann diese Tabelle dann nutzen, um seinen Einstiegszeitpunkt zu finden. Der eher kurzfristig unterwegs ist, ja, der kann dann in diesen Phasen besonders profitieren. Ich selber wähle das, wenn dann, als Einstiegskriterium aus und nicht um zu traden, denn meines Erachtens sollte man Aktien viele, viele Jahre halten und den Zinseszinseffekt dieser einzelnen Werte nutzen. Schauen wir doch mal rein. Im Small- und Mid-Cap-Bereich sehen wir also, dass hier die Erholungsphase besonders interessant ist. Das sind also die Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Und die sind in der Regel auch in den Bärenmarkt etwas stärker getroffen. Aber auch wenn sie stabil sind, wenn sie gute Bilanzen haben, nicht so stark. Aber in der Erholungsphase sind das eben die frühen Profiteure, die schnell sich an den wachsenden Markt wieder anpassen können, die sehr schnell Investitionen auch in reale Erfolge umsetzen können, weil sie meistens konzentriert sind auf 1-2 Produkte, die sie anbieten. Und diese Konzentration sorgt dafür, dass sie schneller wieder am Markt partizipieren können und dementsprechend in der Erholungsphase sehr schnell aufholen. In den anderen Kategorien oder in anderen Zeitphasen sind sie weiterhin natürlich stark, wenn sie ausgewählte Titel sind, aber in der Erholungsphase eben besonders gefragt. Im Deep Value Bereich ist genau das gleiche der Fall. Deep Value sind also die Unternehmen, die eigentlich ja nicht so große Gewinnspannen vor sich haben, die also eher an ihrem Punkt stagnieren, wo sie sich gerade befinden. Und die sind auch jetzt in dieser Erholungsphase vielleicht interessant. Man kauft hier quasi eine Aktie, die 1 Euro wert ist, für 50 Cent und hofft darauf, dass diese Phase auch eine Weile lang sich fortführen kann. In den Krisenphasen zuvor haben diese oftmals auch wie alle anderen Aktien an Wert verloren und damit kann man hier und da mal ein Schnäppchen machen, aber vielleicht auch nicht mit der großen Renditeerwartung wie in anderen Qualitätsaktien. Ja, Qualitätsaktien ist genau auch das nächste Stichwort. Da reden wir von Unternehmen mit besonders starken Bilanzen, die also wenig Fremdkapital haben und die auch darauf achten, dass
die Bilanz immer sauber ist und sie wenig Verschuldung und ähnliche Themen aufweisen. Und tatsächlich ist es ganz interessant, dass diese Unternehmen, da fangen wir mal von hinten an, in der Rezession besonders gefragt sind, da sie nicht auf Hilfskredite oder Ähnliches angewiesen sind. Sie überleben schlichtweg und sind dementsprechend weiterhin gut aufgestellt. Diese Aktien fallen auch weniger, aber sie machen dann eben auch an der Erholung noch nicht so viel mit. Sie sind eben etwas träger in der Regel. Und gerade bei den großen Qualitätsunternehmen sehen wir das Ganze. Bei kleinen Werten kann dann eben doch der Small- und Mid-Cap-Faktor überwiegen, sodass es hier nicht unbedingt eine Meinung ist. Man muss also immer verschiedene Kategorien miteinander vergleichen. Die Qualitätsaktien sind dann wieder in der Expansion stark. Wenn sie also diese Phase der Erholung vielleicht nicht ganz so stark mitgemacht haben, sind sie dann in der Expansion stark. Und ja, bei Qualität reden wir eben oftmals von den großen DAX-Titeln, die dann häufig natürlich auch im Industriebereich unterwegs sind und dann in dieser Expansionsphase besonders gefragt sind. Momentum-Aktien sind die, die sich in erster Linie an den aktuellen Trends beteiligen. Also da gibt es ganz konkrete Fälle und Momentum-Trader, die da hier ausnutzen, wenn ein Unternehmen einfach momentan mit der aktuellen Wirtschaft immer mitgeht und diese Unternehmen gerade auch im Technologiebereich immer wieder zu finden. Die sind dann in der Expansionsphase besonders gefragt, nehmen aber auch das Momentum nach unten mit. Welche das sind, das können wir vielleicht nochmal in einem anderen Video vertiefen, aber wir wollen erstmal für die Menschen, die wissen, dass sie Momentum-Händler sind, die können sich hier ihr Bild auch durchführen. Dividendenaktien sind vor allen Dingen in der Verlangsamung des Marktes besonders stark. Hier sehen wir also auch und haben wir auch gesehen bei unserem AlphaStar Dividendenfonds, dass der in der ersten Abschwächung des Marktes jetzt in 2020 auch besonders stabil gewesen war, aber dann eben auch in restlichen Marktphasen eine durchschnittliche Rendite erzielt. Man kann also hier sagen, dass wenn die Wirtschaft langsam nach unten geht, dann sind die Dividendentitel interessant, weil sie doch für den einen oder anderen Anleger noch eine Chance auf Rendite sehen lassen und weil sie in der ersten Linie meistens auch so bilanziell aufgestellt sind, dass sie überhaupt in der Lage sind, eine Dividende zu zahlen. Das heißt, sie haben schon stabile Erträge und sind dementsprechend auch in der Krise etwas besser aufgestellt im Durchschnitt. Die Unternehmen mit einer geringen Volatilität, ja, das sind Unternehmen, die dann besonders stark natürlich in den Bärenmarkt sind. Das heißt, sie schwanken weniger am Markt, sie können dementsprechend auch an der Erholungsphase nicht so stark mitmachen. Und da reden wir natürlich in erster Linie klassischerweise von Versorgern, Energieunternehmen und Ähnliches, die einfach grundsätzliches Geschäft haben, was regelmäßig stattfindet. Ja, geheizt wird immer, es wird auch immer Wasser verwendet. Und so kann man zum Beispiel aussehen, dass die klassischen Energieversorger in dieser Kategorie vor allen Dingen in diesen Rezessionsmärkten stabil bleiben können. Zu guter Schluss noch das Thema Growth. Und da sehen wir einen ganz klaren Trend darin, dass es eigentlich gar keine Phase gibt, die relevant ist. Growth ist für Investoren immer möglich, das zu machen, denn hier machen wir eine sehr starke Betrachtung auf Unternehmensebene. Und diese Unternehmen sind Wachstumsunternehmen und dementsprechend oftmals sogar völlig losgelöst vom aktuellen Aktienmarkt. Erfolgreich oder eben auch nicht. Welche dieser Anlagekategorien für dich die richtige ist, das wirst du selber am besten wissen. Wir hier, wie gesagt, sind hauptsächlich Vertreter der Value-Analyse-Strategie und auf diese kann man natürlich dann auch besonderen Fokus legen. Über den Chart, in den blende ich nochmal kurz ein, lege ich jetzt nochmal zum guten Schluss den Bullen- und Bärenmarkt über, damit du dir vielleicht ein Screenshot machen kannst und dementsprechend diese Grafik hier auch für dich abspeichern kannst und später nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen oder zu verschiedenen Marktphasen wieder aufrufen kannst. Ich hoffe, dass dieser Überblick für dich hilfreich war. Wenn ja, lass mir bitte nochmal unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wenn wir uns dann bald wiedersehen in einem anderen Video, auch als Abonnent, dann freue ich mich natürlich besonders. Und ich wünsche dir alles Gute, eine gute Konjunktur natürlich und bis bald. Dein Gero.